Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. So Leute, wie versprochen, machen wir heute mit der Quest Mikabel weiter. Wir sollten ihn ja aus dem Gefängnis befreien. Da schauen wir doch mal, ob wir das jetzt hinbekommen. Ich habe ihn auch schon auf der Karte markiert. Servus Leute, dann nochmal. Und genau dort werden wir jetzt hinreiten, würde ich sagen. Ist ein ziemlich weiter Weg, deswegen schauen wir mal. Und ich hoffe mal, dass wir den auch gleich aus dem Knast rausbekommen. Das ist das Coole, mit der Kinokamera können wir hier laufen, ohne was zu machen, wenn wir das Ziel markiert haben. Schaut, er macht gar nichts. Er macht alles alleine. Dann fährt es irgendwie komisch aus, er lässt den Kopf so hängen. Bitte? Mal was trinken, ganz gemütlich. Leute, ich muss aber was zeigen. Ich hoffe, ich krieg's gleich wieder her. Und zwar, ihr müsst euch unbedingt, wenn ihr Apple oder Android habt, könnt ihr euch im Google Store oder im Apple Store könnt ihr euch eine Karte runterladen, oder das heißt Red Dead Redemption 2 Companion, und da seht ihr immer aktuell, wo ihr euch gerade befindet. Ich zeig's euch mal ein bisschen näher ran. Könnt ihr gucken, wo er gerade lang reitet. Das könnt ihr auch unterm Spiel offen haben. Und das Coole bei der App ist halt auch, ihr seht halt einfach mehr von der Karte. Das ist wirklich cool gemacht, muss ich sagen. Also könnte ich jetzt nebenbei noch auf die Karte gucken. Klar, man kann im Spiel auch drauf schauen, aber man sieht halt einfach auf der App, kann man die Karte halt größer zoomen und sieht halt gleich, wenn irgendwelche Events in der Umgebung sind, dann sieht man das halt auch schneller. Gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Nur ein bisschen langsamer reiten, sehe ich gerade. Ich glaube, so ist besser. Ja, so ist besser. Da geht unsere Ausdauer wieder hoch. Warum ist unser Pferd so komisch? Lässt den Kopf so komisch hängen. Aber was ich jetzt gerade sehe auf der Karte oder auf der Handy-App, dass die Karte nicht mitgeht. Also ich muss es schon immer nachziehen anscheinend. Müssen wir aber bald da sein. Das ist cool gemacht, finde ich. Aber man kann natürlich auch in dem Kameramodus sterben. Also man muss da schon ein bisschen aufpassen. Und schauen, wo man hinreitet. Nicht, wenn man durch so feindliche Lager oder sowas reitet. Wie bei den Old Driscoll.
Am Kinomodus ist schon cool, also haben sie schon cool gemacht, sowas. Ich sehe gerade, so weit ist es jetzt nicht mehr. Nein, ich halte jetzt nicht an. Jetzt hätte mir nur hinterher. Nee. Wie gesagt, so kleine Nebenmissionen, das können wir auch später mal machen. Was macht ihr denn da? Geh weg da, Mensch. Ich muss meinen Kameraden aus dem Knast holen. Wer willst du mir noch hinterher rennen jetzt? Kannst du bald zu Fuß nach Hause rennen, Mensch? Nein, ich nicht. Ich bin nicht nett. So, okay, Leute, jetzt sind wir eigentlich fast da. Ich würde sagen, wir gehen mal aus dem Kameramodus raus wieder. Und schließen auch die App jetzt, wenn die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Wenn man halt auch Sachen sucht oder so, dass man es vielleicht auch schneller findet. Warte mal, mein Pferd ist fast. Ist so, warte mal, ich gebe jetzt dem Pferd mal einen Snack, weil das sieht irgendwie. Oh, das ist fast kaputt. Oh, sehr brav. So, dann schauen wir doch mal, ob wir den hier unseren Kompagnon hier rauskriegen. So, okay, ich werde mir jetzt erstmal eins und zwei, das müsste eigentlich so passen. Das lassen wir einfach mal so. Wie schaut eigentlich die Waffe aus? Sieht wahrscheinlich noch gut aus. Okay, nehmen wir mal die Waffen mit. Well, well, looks like I did not need you after all. I'm sure you're disappointed. Christ, man! Oh my God! Jetzt kommt er wieder weg, okay. So, dann schauen wir doch mal. Oh, ich habe schon wieder fast keine Ausdauer. Was ist denn los? Irgendwas mit Ausdauer. Futtern. Aber rein nur für Ausdauer habe ich hier gar nichts eigentlich. Was ist da los? Rindfleisch. Oh, meine Haferplätzchen, das schaut nicht schlecht aus. Oh, das war fürs Pferd. Ich habe Pferdezeug gegessen. Kekse bringt mir nicht so viel. Ich habe ja auch nichts Gescheites. Warum? Gin. Ach, hauen wir uns das mal rein. Wenigstens ein bisschen Ausdauer. So, hier haben wir... Achtung, ja. Da hinten ist ein Metzger. Schlachter. Gibt uns jetzt nichts, oder was? Bis zum Morgen warten. Okay.
Okay, da scheint der Knast zu sein. Schauen wir doch mal rein, ob wir hier was machen können. Dann sehen wir schon. Ja. Hello, sir. I've come from Blackwater. I'm on the trail of a dangerous gang, Como Driscoll. Heard you had some sort of incident. We don't deal with bounty hunters around here, son. I was just wondering if I could get a description. Well, they weren't friends. They got in a fight, two men got killed. Now, one of them's an idiot, the other's some kind of dumb mick, so maybe them's your boys. You can look right enough when we hang them. Thank you, sir. Okay. Der soll gehängt werden. Und er schifft. Er schifft. Finn und rede mit Mika. Ich glaube, dass der hier unten bestimmt irgendwo in der Zelle ist. Had a good time, did you? You going to get me out of here? I ain't decided yet. Real funny. Oh, I ain't joking, cowpoke. I heard so much bluster out of your mouth these last 6 months, and now I got an opportunity to watch you be silenced. Well, you gotta do something. Why? I always looked up to you, Arthur. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one of me, and there's a whole town full of people wanting to see you swing. You got to do something, Arthur. Was soll ich denn machen, Bitch? Maybe that steam donkey over there still works. Was für ein Ding? Finde einen Weg, Mika zu befreien. Okay. Ja, ich könnte schon da reingehen, einfach alle wegholzen, aber dann habe ich wieder Kopfgeld, dann habe ich keinen Bock drauf. Wie könnten wir den am besten befreien? Ist ja gerade blöd, jetzt, weil es jetzt gerade am Abend ist und ja, nicht da. Ah, okay, da ist zu. This wall just needs some good force. Kann man hier was machen? Ah, hier ist der Galgen. Kann ich die manipulieren oder so? Das Seil anschneiden, dass es dann durchreißt, wenn er dran hängt. Ich will halt irgendwie schauen, dass wir den lautlos rauskriegen. Was ist denn das überhaupt? Hakenreifen? Okay. Yes. Hook that over the bars. See if you can pull them off. What a modern disaster this is gonna be. Just pull that lever. Come on. Wir werden alle sterben. Don't leave me in here, Morgan. Let's get out of here. Come on. What the hell are you doing? He wasn't O'Driscoll. I knew you were scumbag. I laid eyes on you. That's him.
sie hier sein. Na, jetzt muss er nachladen. Ins Gesicht geschossen, Mensch! Nein, was ist denn jetzt? Wollt ihr gerne looten, Mensch? Unsere Energie sieht noch gut aus. Macht ihr da? Dad, something of mine. My guns. I showed him. And I'll show the rest of this town. You have really lost it this Wir hauen lieber mal ab. Bis jetzt? Boah. Bin eh schon komplett schnell rausgerannt. Okay, müssen wir nochmal machen. Choice! More!
Alter! Okay, wir haben fast kein Dead Eye mehr. Diesmal kein Kopfgeld bekommen. That was some good shooting, Morgan. I gotta hand it to you. What the hell was that you pulled back there? Gotta be wild, all right. Wild? Making a house call in the middle of all that? Ain't much I care about more than those guns. Da hat er recht. That much is clear. Who was that fella? Skinny? Yeah, we ran together for a while. Did a bank job down south. Didn't end well. I saw how it goddamn ended. He was gonna let me hang. I'm starting to wish I had. And you owe Lenny, too. If he hadn't found us in time. Yes, you will all be thanked profusely, I promise. Oh, jetzt kommt Gewitter. You're lucky Dutch has got your back. Schlechtes Wetter im Wilden Westen. Wir gehen mein Dead einmal auffüllen. I think okay. We finally lost him. Well, I hope so. I'm giving you a holster. My way of saying thank you. And thank you. There I was having a dull day only for you to liven it up by letting me help you shoot up half a town. You're a funny fella, Arthur. Real funny. Why you act all sour all the time? Yeah, well, you ain't funny at all. So why you gotta act like the court jester? All right, listen. I'm sorry, but we're family now. Arthur, you and me. Sons of Dutch makes us brothers. Sometimes brothers make mistakes. I'm heading back to my little camp round back of Strawberry. Come see me. Maybe I can make things up to you. Okay. You ain't heading back to Dutch? No, I've been a bad boy, Arthur. I ain't seeing Dutch till I can bring him a peace offering. Bye now. Ja. Okay, ein Lager hinter Strawberry, also hinter der Stadt irgendwo. Aktualisiert Zweitholster. Ah. Können wir zwei Revolver nehmen? Sehr schön. Okay, die lassen wir jetzt aber erst. Ah, wohl. Den könnten wir eigentlich schon mal pflegen. Mal reinigen. Und dann schauen wir mal, was für Städte abgeriegelt worden sind, wo wir jetzt nicht hinkommen. Solange die Stadt abgeriegelt ist, sind mehr Gesetze auf Streife, die du. Und du landest wieder auf der Verhandlungsliste, wenn man dich entdeckt, bevor du dein Kopfgeld bezahlt hast. Okay, ich wollte jetzt mal schauen, dass wir das Dead Eye ein bisschen auffüllen. Gin könnten wir trinken. Ach komm, hauen wir einen Gin rein. Wird schon wieder besoffen sein. So, dann schauen wir mal auf die Karte. Ach, dass ich jedes Mal hier mich verdrücke. So, was ist jetzt rot gekennzeichnet? Also Strawberry auf jeden Fall. Was ist das hier überhaupt? Markierung. Markierung entfernen.
Okay, hier ist rot, aber... Und hier haben wir jetzt schon wieder das mit dem Steckbrief. Nimm diesen Sprengel, um auf Jagd auf Gesetzlosen zu beginnen. Ja, und wenn ich dann da hinreite, dann geht's wieder nicht. Also wir sind aktuell hier. Hier haben wir, okay, hier ist Kopfgeld $300. Alter Schwede. Das mache ich auf keinen Fall. Ich will jetzt mal probieren, ob wir jetzt endlich mal diesen blöden Steckbrief annehmen können. Dann werden wir jetzt mal hinreiten. Aber ich hoffe nicht, dass wir jetzt durch den roten Bereich rennen. Nee, okay. Hier ist kein roter Bereich. Okay, dann würde ich sagen, reiten wir doch mal hin. Und ich glaube, wir sollten viel mehr irgendwo übernachten, wenn es geht. Weil dann brauchen wir nicht die ganze Zeit unsere Vorräte hier. Ich glaube, wenn wir übernachtet haben, sind wir ausgeruht und somit ist unsere komplette Anzeige auch wieder voll. Schlechtes bekommen. Und dann hätten wir auch gleich noch. Kann ich den jetzt eigentlich fotografieren? Oh, komm, oder? Was anderes ausprobieren. Wegpacken. Nee, geht nicht. Okay. Yep.
Oh, hier können wir gar nicht runter. Erstmal schnell zum Lager, weil dann können wir nämlich das Zeug gleich abgeben. Und unser Pferd waschen. Dann parken wir mal. Hey Arthur! Und ich glaube, dann werden wir auch mal übernachten. So, wir spenden. Bring me something soon if you can, Arthur. Yeah, I hear you. Just in time, Mr. Morgan. Gut, das heben wir mal auf. Weil die können wir vielleicht brauchen. So, und dann übernachten wir mal. Wieder ein Gewitter, was ist hier los? Ich will übernachten. Oh, was ist denn jetzt? Dear Arthur, I've written this letter 100 times or more and I cannot get it right. It's me. You know it's me from the bad handwriting. I know I said when we last spoke and I was going off to get married that we would not speak again. I know I said a lot of things and I meant them, I suppose, at the time. But I'm not so proud as to not speak to people who care for me, or cared for me. I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck, and, well, it's a long story, and not an interesting one. But I am here for now. Okay. I saw a couple of the girls, or whatever the polite term is for them, that ran with you and your associates in town. And I heard tell of a man who sounded like you. I would love to see you again, if you could spare me a little bit of your time. I'm renting a room at Chadwick Farm, just north of Valentine. Yours, Mary Linton. Chadwick Farm? Okay.
Ja, müssen wir mal schauen dann. So, wir schlafen jetzt erstmal. Und wir schlafen bis morgen. Schön 19 Stunden durchpennen. Dann können wir schauen, vielleicht finden wir ja unsere Mary. So, neuer Tagebucheintrag. Wald und Wiesen. Valentine. Schauen wir auf die Karte. Valentine, nördlich davon in der Farm. Achso, da ist er. Okay, Mary Linton. Okay. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir gleich mal hinschauen, Leute? Dann schauen wir da gleich mal hin. Nicht, was sie wieder abhaut. Morning, Arthur. Morgen. Morning, Arthur. Morgen. Hey, Arthur. Nicht. Ist denn jetzt so blutig, das Pferd? Irgendwie sieht es blutig aus. Ja. Müssen wir irgendwie so eine Pferdepflege besorgen? Na, da vorne ist eh schon die Stadt. Ich habe jedes Mal Angst, wenn ich darüber renne, dass irgendwie ein Zug kommt und mich überfährt. Auch schöne Pferde hier. Get a hold of yourself. You trying to make me uncomfortable? Ah, die Stadt ist echt cool gemacht, obwohl es richtig klein ist, aber mir gefällt die hier. Ja, gehst du weiter? So. Morgen. Müssen wir jetzt auch schon kennen, langsam. Cool gemacht. Ja, ist mein Pferd angeschossen worden, oder was? Pferd anbinden. Good
Good boy. Okay. Ja, normale Kamera. Und dann schauen wir doch mal rein zu ihr. Wir liebten uns einst, Teil 2. Yes? Oh, I'm sorry, I didn't mean to disturb you, ma'am. Is Mrs. Linton in? I'll go see. Mrs. Linton? Oh, die ist hot. Hello, Arthur. Aussieht so ein bisschen indianisch. Mary. I heard you and your friends was around. I. Okay. Where's what's his name? Died. Well, I'm sorry to hear that. Yeah, me too. Me too. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business. Sure. So, you've been made a widow and you come here looking for me, is that it? No, ain't like that, Arthur. Oh, okay. Listen, Arthur, I'm my family. I need your help. You mean the family that always looked down on me? You want me to help? It's my little brother, Jamie. I always liked Jamie, at least compared to the rest of them. He's broken Daddy's heart. Daddy has a heart. Don't make me beg you, Arthur. My money, my life, me. I wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians, that strange religious order. Good for him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family, but it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but I think of you often. Long time ago now. I'm begging you, Arthur. I say let Jamie live Jamie's life and not the nightmare that his daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Please, Arthur. Will you help me? Klar, helfe ich hier. Where is it? Somewhere out near Carmody Dell, I think. The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest. I just want him back, Arthur. If you find him, bring him to me at the station. I'll see what I can do. I'll owe you. You already owe me. Ja, so ein Arsch sind wir nicht. Wir helfen da schon. Okay, Jimmy, wo bist du? Oh, der ist hier unten, oder was? Ne, ich habe hier. Oder muss ich jetzt nochmal zu ihr, oder was? Cumberland Ranch. Okay, sie ist am Bahnhof anscheinend. Sie ist jetzt schon zum Bahnhof. Das ist was anderes hier? Javier? Okay, dann würde ich sagen, gehen wir noch zum Bahnhof. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Mel braucht deine Hilfe, um ihren Bruder Jamie aus einem Kult herauszuholen, der sich die Chilwania nennt. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dran seid. Ich glaube, das wird spannend in der nächsten Folge. Und mal schauen, was dann auch mit der Mary noch ist. Wie es da weitergeht.
genau, das schauen wir uns alles in der nächsten Folge an. Also bleibt dran, schaltet wieder ein. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Bis dahin noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.